Die Rendite von deutschen Bundesanleihen ist negativ. Selbst lange Laufzeiten von 30 Jahren notieren nur bei 0,57% Rendite. Berücksichtigen wir noch die Inflationsrate von 1,5%, so kann sich der Staat im aktuellen Umfeld Geld leihen und hat sogar real noch einen Gewinn. Wir sehen also eine Transformation, eine Übertragung vom Gläubiger eben zum Schuldner. Was liegt da näher, als Schuldner sich Gedanken darüber zu machen, ob man das Geld nicht sinnvoll anlegen kann? Und dementsprechend hat der deutsche Staat in Form der Regierung heute entschieden, 1 Billion Euro im Kapitalmarkt aufzunehmen und diese 1 Billion Euro in verschiedene Maßnahmen zu investieren. Beispielsweise können sich Anleger bewerben, die aufgrund der Niedrigzinsphase mit ihrer kapitalgedeckten Altersvorsorge ihre Ruhestandsziele nicht mehr erreichen und dementsprechend ihren Ruhestand nach hinten verschieben müssen. Hier können sich Anleger unter Abgabe ihres Ruhestandschecks bewerben, um die Lücke, die die Niedrigzinsphase hier entsprechend aufgetan hat, nun durch den Staat schließen zu lassen, weil schließlich verschuldet sich der Staat ja auch, ohne entsprechend Zinsen zahlen zu müssen. Im nächsten Schritt können auch Anleger, die beispielsweise Probleme darin haben, in ihrem Portfolio ausreichende Diversifikation zu erreichen, auch hier wiederum sich bewerben, um entsprechend Förderungen zu erhalten, beispielsweise um die Risikostreuung in ihrem Depot zu erhöhen. Also, alles in allem typische Zinsdifferenzgeschäfte. Der Staat kann sich günstig verschulden und er gibt diesen Mehrwert an seine Bürger weiter. In diesem Sinne, Ihnen einen schönen Tag, bis bald und auf Wiedersehen.